So Leute, passend zu den anstehenden Feiertagen werden wir in den nächsten Tagen eine kleine Mini-Let's-Play-Reihe zu Hüter des Lichts veröffentlichen. Ja, die Lizenzversoftung zum gleichnamigen Kinofilm, der seit ein paar Wochen in den deutschen Kinos ist. Und das Ganze passt thematisch relativ gut, denn es ist ein Spiel, wo es sich so ein bisschen um Weihnachten dreht. Ich dachte mir, das passt ganz gut. Das heißt, wir werden 3 bis 4 Teile über die Feiertage veröffentlichen. Den ersten Teil am heutigen Heiligabend und dann jeden Tag ein Part. Und wie gesagt, es wird keine große, ausführliche Reihe. Einfach ein bisschen was, was zum, ja, zum Geist der momentanen Zeit passt, so ein bisschen weihnachtlich, und ja, hoffentlich werden wir ein bisschen Spaß mit dem Spiel haben. Wir sind die Hüter des Lichts, Beschützer von Kinderträumen. Das sind Hase und Fee und Sandy. Das bin ich, Nord. Zusammen sind wir die Hüter des Lichts. Und es kann uns nur geben, wenn Kinder an uns glauben. Zu unserer Überraschung trat eines Tages eine Gestalt aus den Schatten. Es war Peach. Peach und seine Albtraumarmee hatten vor, den Glauben an die Hüter zu zerstören und nur Angst herrschen zu lassen. Nichts als Angst. Die Lichter gehen aus. Das heißt, die Kinder glauben nicht mehr an uns. In 3 Tagen ist Ostern. Wie soll ich da rechtzeitig die Eier verstecken? Moment, nicht so schnell. Wir können nicht erwarten, dass andere an uns glauben, wenn wir selbst nicht an uns glauben. Wir sind die Hüter des Lichts. Die Kinder brauchen uns. Und wir werden sie nicht im Stich lassen. Aber Pitchs Albträume sind überall. Wie in aller Welt sollen wir denn da bloß... Ah, der Mann im Mond hat einen neuen Hüter des Lichts für uns gewählt. Was? Wirklich? Wer das wohl ist? Sein Name ist Jack Frost. Jack Frost? Bist du sicher, Kumpel? Ihr könnt euch überraschen. Denkt dran, es braucht viele Hände, um die Lichter zum Leuchten zu bringen. Nun, Jack Frost. Was willst du? Das Gleiche wie du. Und es wäre, dass die Kinder uns sehen. Das wird nie gelingen, wenn wir allein arbeiten, aber gemeinsam können wir es schaffen. Das glaube ich nicht. Da ist er! Verflixt! Peach ist uns zuvorgekommen! Ich mache auf keinen Fall bei dir mit! Gehen wir! Jack braucht uns! Ja, was bleibt uns noch zu sagen, außer ho, ho, ho. Ihr habt es gerade gesehen. Das passiert also, wenn der Weihnachtsmann mit dem Osterhasen, dem Sandmännchen, der Zahnfee gemeinsam auf Beutezug geht. sehr kurioses Szenario, aber wer mal den Trailer vielleicht zum Spiel, zum Film gesehen hat, das sieht schon sehr, sehr lustig aus, um ehrlich zu sein. Wenn es jetzt auch nicht unbedingt so unbedingt der Film wäre, den ich mir anschauen würde. Stell den Weltglauben wieder her, indem du Peach und seine Schergen beseitigst und Missionen in jedem der 5 Hüterreiche abschließt. Ja, das klingt doch schon mal gut. Und wie gesagt, wir haben hier unsere kleine Truppe parat. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an, ich möchte fast sagen, an ein Diablo. Zumindest von der Art her. Wir sind hier gerade unterwegs mit Santa, der übrigens herrliche Naughty on Ice-Tätowierungen trägt. Und wer uns jetzt hier ein bisschen ins Getümmel stürzt, und ihr seht schon, das geht heftig hin und her. Und ich kann doch zwischen den einzelnen Charakteren wechseln. Also das ist so dieses, so ein bisschen Diablo-Stil, möchte man fast sagen. Wenn ich es jetzt auch nicht mit Diablo auf eine Stufe setzen würde, das Spiel. Aber ich dachte, es passt ganz gut zu den Feiertagen. Und wir wollen hier ein bisschen die Welt unsicher machen. Gucken mal, dass wir Jack Frost hier gerettet haben. Unseren Multiplikator hochhalten und in regelmäßigen Abständen ho, 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 ho raushauen werden. So, da haben wir doch schon fast die erste Charge an Gegnern besiegt. Okay, den kriege ich nicht, den Boss. So. Eure Zeit ist vorbei, Hüter des Lichts. Hör auf mit dem Wahnsinn, Peach! Und zu dir sehen sie auf. Du glaubst, es ist toll, ein Hüter des Lichts zu sein, Jack. Aber es hat einen Haken. Wenn die Kinder nicht mehr glauben, spielt all das hier keine Rolle mehr. Bis bald, Jack. Los, Kumpel, mach was! Ja, da würde ich fast sagen... Wenn der Glaube eines Hüters des Lichts verbraucht, wird er stumm geschaltet. Da haben wir Jack Frost so ein bisschen den Popes gerettet.
Benutze eine Prise Traumsand, um den Glauben deines Hüters wiederherzustellen. Okay, also ich glaube an den Weihnachtsmann. Und schon hat er seine Kraft zurück. Meine Güte. Ja, warum auch nicht? Und was ich gerade gesagt habe, also der Kinofilm sieht tatsächlich sehr, sehr, sehr lustig aus, weil dieser Weihnachtsmann halt kein normaler Weihnachtsmann ist, sondern was wir jetzt in diesen Einspielern nicht unbedingt gesehen haben, aber fette Tätowierungen hat und auch der Osterhase ist nicht nur der Osterhase, sondern er ist Australier und hat so einen Akzent. Also das ist natürlich schon deutlich lustig gehalten, wie, weiß ich, Film wie Madagaskar und sowas. Also keine zu ernste Thematik. Geh zum Hütertor. So, und ich glaube, diesem ganzen Stil folgt das Spiel natürlich auch ein bisschen, also möglichst abgefahren. So, du kannst jetzt deinen Hüter des Lichts wechseln, benutze dazu das Steuerkreuz, ja. Warten wir mal ab, kommen hier Gegner? Ne, nicht, dann wechseln wir mal, so. Hab hier Jack Frost, okay, also hat seinen Stab scheinbar als Waffe. Wechseln wir mal weiter, hier der Sandmann, oh, nice. Hier unser SM-Sandmann mit der Peitsche. Dann haben wir natürlich noch die Zahnfee. Okay, die hat also sozusagen unsere Range-Kämpferin, geht auf Entfernung und den Osterhasen. Oh Gott, dass man diese ganzen Figuren in einem Satz bringt, das kommt mir so merkwürdig vor, um ehrlich zu sein. So, da haben wir das Hütertor und okay, wir werden direkt hier angegriffen. Ja, schauen wir mal. Ich bleib mal ein bisschen in der Gestalt vom Osterhasen. So, räumen wir mal auf. Und das ist ganz cool. Der wirft so, ich glaube, Shuriken sind das nach vorne. Also zumindest sieht es so ein bisschen so aus. So, mal wieder auf den Weihnachtsmann gewechselt. Und ich weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Also, ich habe natürlich mal salopp gesagt, das erinnert vom Stil her so ein bisschen an Diablo. Und das ist natürlich auch so die Kamera von oben. Dieses wilde Draufgehaue sozusagen. Aber es hat natürlich sonst nicht viel von Diablo. Also, wir haben ja keinen Loot, was ich ein bisschen schade finde. Aber na gut, der Weihnachtsmann ist auch eher dafür bekannt, dass er Loot vergibt und er den Loot nicht bekommt. Und wir haben das Spiel übrigens von Namco Bandai freundlicherweise vor den Feiertagen zugeschickt bekommen. Deswegen dachte ich mir, man könnte es auch mal ein bisschen zeigen, dann schön über die Weihnachtsfeiertage. Da passt es einfach. So, aktivieren wir mal. Um zu einem beliebigen Teil der Welt oder zu anderen Toren zu reisen. Okay, aktivieren wir mal. Von der Weltkarte aus kannst du jederzeit eines der Hüterreiche erreichen. Drücke dazu links. Es ist Zeit, Pitch und seine Albtraumgegner davon zu jagen und den Glauben der Welt an die Hüter des Lichts wiederherzustellen. Okay, also wir haben Burgess als Reich, den Nordpol, ja, Santa, also Hasemanns Bau, also das ist der Osterhase, der heißt Hasemann. Den Feenpalast und Sandmanns Schiff. Okay, also mehrere Level, die wir anwählen können. Burgess ist da wahrscheinlich Jack Frosts Welt. Ich würde aber fast sagen, wir wählen einfach mal den Nordpol, weil es einfach thematisch momentan am besten passt zu Weihnachten. Nein, die Kinder haben ihren Glauben verloren. Ich habe euch im Stich gelassen. Das könntest du gar nicht, Nord. Das da ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Hoffnung. Hoffnung. Ja, Unrecht hat er ja nicht. Und wir sehen es hier schon, den schicken kleinen Nordpol und die Station von Nord, dem Weihnachtsmann. Ja, und mal schauen, was uns jetzt hier erwarten. Ich fand einfach, dieser Level passt jetzt einfach ja wirklich optisch und einfach so von der Zeit momentan am besten. Wie gesagt, werden über die nächsten Tage ein paar Teile veröffentlichen, so 3 bis 4, nicht zu viel. Ich weiß noch nicht, wie viel ich von dem Spiel dann wirklich ertragen werde, weil es halt ein Lizenzprodukt ist und wir wissen ja alle, wie das läuft. So, greif auf das Pausenmenü zu. Missionsfortschritt können wir uns da anzeigen. Ja, komm, was machen wir mal? So, im Tagebuch schauen wir da kurz rein. Ja, hier sehen wir Nord momentan auf Stufe 1. Hat eine Waffe auf Stufe 1. Könnt ihr Biografien zu den einzelnen Figuren anschauen. Hier haben wir Hasemann. Also die einzelnen Charaktere auch. Hasemann ist großartig. Den finde ich optisch zumindest sehr cool. So, die Zahnfee, Fee halb Mensch, halb irgendwas, Sandmann, der Hüter der Träume, ja, also wir können uns quasi hier alles angucken, oh, hier haben wir, okay, Anpassungsmöglichkeiten für alle Charaktere, also können die ein bisschen aufleveln, hier irgendwelche Juwelen, Fähigkeiten, die sich freischalten und natürlich unser großer Endboss, also haufenweise Zeug, scheinbar, also wir haben schon so ein richtiges Skillsystem in dem Spiel, wie komplex das sein wird, werden wir hoffentlich gleich im Verlauf des Spiels dann noch ein bisschen erfahren. Also erstmal prügeln wir hier ein paar Weihnachtspferde in den Staub.
Wobei, es sind ja Albträume. Damit können wir das alles noch einigermaßen verkraften, dass wir hier auch ein paar Pferde platt machen. So, okay. Also wenn wir scheinbar alle Reiche geschafft haben, dann öffnet sich das Tor zu Pitch Versteck. Ja, werden wir zwar im Rahmen dieser Mini-Let's-Play-Reihe nicht sehen, aber ihr seht ja, was dann passieren soll. So, was haben wir? Okay, wir haben ja so einen Art Tummelplatz. Das heißt, hier oben spawnen jetzt Gegner. Oh, da haben wir einen ganz großen da hinten. Und was natürlich cool ist, ist wirklich, dass wir im Grunde genommen hier ein Vierspieler-Koop-Spiel haben. Ah, jetzt sehe ich gerade, sehe die Karte der Region an. Uns wird also quasi auf der Karte hier direkt angezeigt. Ich mache mir die Sache auf. Scheinbar gibt es unterschiedliche Events sozusagen hier in diesem Gebiet, sag ich mal. Jetzt haben wir hier so diesen Tummelplatz gerade gehabt. Da stand ja 1 von 12. Warum kann ich das denn hier nicht zerstören? Ja gut, wäre auch ein bisschen doof vielleicht, wenn der Weihnachtsmann seine eigene Einrichtung zerstört. Wobei, bei dem Weihnachtsmann wundert mich nichts. Aber ich versuch's gerade mal mit anderen Charakteren. Vielleicht hat irgendeiner die Kraft, das Zeug... Nee. Merkwürdig. Okay. Jetzt habe ich hier was eingesammelt. Traumsand. Setze Traumsand hier erstmal ein. Achso, gut, aber wenn wir keinen Glauben mehr haben. Das wurde uns ja schon im Tutorial gezeigt. Na gut, laufen wir mal weiter. Und gucken mal, was uns hinter der nächsten Biegung sozusagen erwartet. Fantastisch. Hier hinten komme ich schon mal nicht her. Pitch hat die Artefakte der Hüter auf der ganzen Welt verstreut. Finde sie alle. Ja, also es ist wirklich scheinbar so eine Art von Gebiet zu Gebiet laufen. Und da einfach die einzelnen Gebiete so ein bisschen clearen und... Tummelplatz der Schatten, zerstöre die Horde aus Pitch Albträumen. Ja, hier auch wieder so ein Tummelplatz. Das heißt, wenn wir den jetzt gleich hier, die Wellen an Gegner, die sich jetzt hier auf uns zukommen, erledigen, dann sieht es scheinbar so aus... ihr wisst schon. Während mir gerade die Worte fehlen, wegen ein bisschen versucht, die Kämpfe zu konzentrieren, nicht, dass die irgendwie anspruchsvoll wären. Aber wir machen sozusagen das nächste Gebiet damit frei. So, komm hier auf den Rücken. So, jetzt sehen wir es nämlich 2 von 12. Und mein Gott, wenn ich das ganze Zeug einsammeln muss, das ist aber eine Menge. So, du hast Fertigkeitenpunkte erhalten, wenn du einen neuen Level erreichst. Okay. Schauen wir mal ganz kurz, wo war das jetzt? Tagebuch, schauen wir mal rein. So, okay, wir können Punkte automatisch verteilen oder in die einzelnen Kategorien stecken. Was ist denn hier wichtig? Wiederherstellung der Energie, Wahrscheinlichkeit eines mächtigen Treffers verbessert, Stärke beim Nahkampf oder Distanzangriff erhöhen. Ja, es klingt auch ganz passend für den Weihnachtsmann mit seinem Säbel. So, sonst kann ich noch nichts freischalten. Dann springen wir wieder ins Spiel zurück. Hier ab in den nächsten Bereich. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Und was ich gerade gesagt habe, man kann das Spiel scheinbar wirklich mit 4 Spielern gleichzeitig spielen. Also ein schönes Koop-Spiel eigentlich. So, Ausbruch. Rette die eingesperrten Freunde des Hüter des Lichts. Okay, wir sehen diese kleinen Wichtel da in den Käfigen. Das heißt, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich erst das Gebiet reinigen von den Albträumen und danach... können wir die Wichtel befreien, damit die endlich an die Arbeit gehen können. Hör mal, geht ja nicht an, dass hier die Spielzeuge nicht hergestellt werden. So. Ich komme gar nicht dazu, weil meine KI-Kollegen sind so auf Zack, dass die direkt da sind, um hier wirklich aufzuräumen. Das ist natürlich gut. Warum habe ich die Käfige jetzt? Ja, jetzt kann ich es zerstören. Also scheinbar muss ich erst alle Gegner erledigen. So. Keine Angst. Nord ist hier. 13. Das Licht haben wieder gesiegt. Ich fühle mich voller Energie. Rennt um euer Leben. 13 Käfige davon. Also, das ist. Also, wenn das Spielprinzip in der Art bleibt, dann scheint das wirklich ein langwieriges Spiel zu sein, wenn man wirklich alle diese ganzen Items finden muss. Also. Tja, wenn du drauf bestehst. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe. Also momentan macht es sogar noch einigermaßen Spaß, um ehrlich zu sein. Ja, da komme ich schon mal nicht dran. Auch nicht hier mit unserem peitschenschwingenden SM-Sandmann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Hier kann ich das noch zerstören. Ah, okay, noch hier. Ja, also ich werde mal... Oh, da oben eine Kiste. So, was ist das? Okay, das ist auch wieder hier dieser Sandmannstaub. 2 von 25. Mein Gott, also ich glaube, wenn man hier ein ganzes Let's Play zu macht, da ist man lange mit beschäftigt, wenn man wirklich 100% machen will. Du hattest keine Chance. So, okay, da oben auch wieder eingesperrte Hüter.
Ja, wie gesagt, im Rahmen der Let's Play-Reihe, also dieser Mini-Let's Play-Reihe, werden wir mal versuchen, möglichst alles mitzunehmen und möglichst alles zu finden. Ah, jetzt habe ich hier die Spezialkraft. So, sehr schön. Oh, warum habe ich die Kugeln denn nicht bekommen? Das ist aber hier wirklich ein Effektfeuerwerk. So. Der Raum ist frei.